Ja, hallihallo und Hallöchen. Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zurück bei einer neuen Aufnahme von Let's Play City Skylines. Und ihr seht schon, unsere Stadt, die wächst und wächst und wächst und wächst und wächst. Und zwischenzeitlich gab es von Cities auch ein Update. Ich weiß noch gar nicht, was das alles gebracht hat, aber so im Überfliegen habe ich zum Beispiel gesehen, dass es jetzt auch möglich sein soll, Tunnel zu bauen oder irgendwie so was in die Richtung. Auf jeden Fall hat sich da ein bisschen was getan. Also muss ich aber mal noch rausfinden, was alles, denn ich denke, wir sind so mit unserem normalen Bau noch derzeit ziemlich beschäftigt, hier die Stadt auf Trab zu halten, haben 30.000 Einwohner bis jetzt und mal schauen, was wir so die nächste Zeit noch an Einwohnern dazu bekommen werden. Was ist denn eigentlich hier los? Ist hier gerade die Polizei anwesend oder was? Kriminalitätsrate ist zu hoch. Ach du meine Güte. So, lassen wir die Zeit mal ein klein wenig laufen. Und vielleicht bekommen wir da mit, was sich so hier in der Zwischenzeit auch getan hat. Ich glaube, hier sehen wir im Moment... Was ist das denn? Autobahnauffahrt. Ach so. Auffahrt und Abfahrten gibt es hier speziell einzeln. Das wusste ich noch gar nicht. Aber hier steht zum Beispiel noch gar nichts von Tunneln oder sonst was zu bauen. Wobei wir haben hier keine Berge irgendwie auf der Map oder sowas. Ist mir zumindest noch gar nichts weiter aufgefallen. Von dem her können wir das auch erst einmal vernachlässigen. Was sagt denn jetzt die Polizei? Nicht wundern, falls es übrigens nebenbei immer ein bisschen bohrt wieder. Wir haben wieder ein paar Ruhestörer hier, wenn man das so sagen kann. Ja, die müssen wieder sonntags bohren. Das ist immer besonders super. Okay, das ist die Kriminalitätsrate. So, sollte ich vielleicht noch eine Polizei bauen? Eine Polizeistation könnte man ja irgendwie nochmal hinzimmern. Vielleicht hier so ans Eck. Oder hier. Ja, warum nicht? Stellen wir da einfach mal noch eine zusätzliche Polizeiwache auf, die dann von da hinten aus agieren kann. Mal gucken, ob da gleich jemand losfährt. Ja, da fährt gleich eine los. Police. Wo fährt die denn jetzt hin? Komm, die verfolgen wir mal ein bisschen, so gucken, was auch die Leute hier machen, die Sims, wenn man das so sagt, die heißen ja hier Sims in diesem Spiel. Danke für einen tollen Urlaub, man sieht sich nächstes Jahr. Eieiei, ich glaube, diese Twitter-Meldungen da, die gehen einem auch ziemlich auf den Piss. Jetzt fährt sie da rum und wo fährt sie hin? Aha. Sehr mal interessant. Wo wird denn hier etwas geraubt oder gemacht oder getan? Ach, da! Da gehen sie hin. Zack, 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 zack. Wackeln sie rein. Und jetzt fährt es einfach wieder weg. Hä? Was war denn jetzt? Da kam doch gar keiner raus. Fährt einfach wieder weg. Komisch, das muss mal jemand verstehen. Ach, da ist unser Hamster. Lustig, lustig, tralalala, da ist unser Hamster da, da ist auch unser Hamster da. Cool. So, wie wollen wir denn eigentlich die Stadt weiterbauen, ist jetzt mal die Frage. Wir haben hier hohe Nachfrage nach Industrie- oder Bürogebieten. Ist die Frage, nach was ist die Nachfrage denn genau? Kann man das irgendwo einsehen? Die Nachfrage? Industriegebietszufriedenheit, Bürogebiet, das sind bloß die Zufriedenheiten. Gesundheit sieht ganz gut aus. Brauche ich nicht. Bildung. Kinder benötigen Grundschulen, Jugendliche besuchen Oberschulen und junge Erwachsene. Ah, hier sehen wir Grundschule verfügbar. Sind jetzt relativ wenig, berechtigt sind mehr, wie wir Kapazität haben. Wir könnten mal eine neue Grundschule aufbauen. Wo ist denn die Schuleinrichtungen? Hier, ne, bei dem Buch, genau. Da eine Grundschule. Wäre doch zum Beispiel hier ganz praktisch, dass wir da eine haben. Und vielleicht hier oben noch irgendwie eine. Ich glaube, da müssen wir hier ein paar Parks wegrammeln. Das ist aber auch nicht so geil. Da haben wir Grundschulen. Vielleicht sollten wir hier noch irgendwo eine Grundschule hinpacken.
Also hier dazwischen passt ja leider keine mehr. Haben wir noch irgendwo was frei? Nee, sieht auch relativ mager aus hier. Das ist mit dem Park besetzt. Eieieiei. Vielleicht hier hin? Das bringt ja auch nichts. Da haben wir eine Grundschule, da haben wir eine Grundschule, da haben wir Grundschulen, da haben wir Grundschulen. Hier haben wir relativ wenig. Hinten ist halt die Erreichbarkeit so schlecht von Grundschulen. Komm, wir könnten mal hier an die Ecke eine packen, oder? Ja, why not? Why not? Packen wir dann noch eine Grundschule hin. Grundschulen verfügbar. Ich glaube, wir brauchen aber noch mehr, gerade hier in diesem Gebiet. Oh, guck mal, hier passt sogar eine hin, ohne dass wir das wegreißen müssen. So, stellen wir da auch noch eine auf. Ach, dann haben wir hier direkt zwei Grundschulen. Gott, oh Gott. Hätte ich vielleicht ein bisschen woanders lieber gehabt, aber okay. Vielleicht können wir hier hinten noch irgendwo eine hinpacken. Kapazität 3000. Sieht soweit ja ganz gut aus. Und wo packe ich hier die Grundschule hin? Ja, da ist dieser Business Tower. Ach, 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 ach. Vielleicht hier so hin. Ja, warum nicht? Stellen wir einfach da noch eine hin. So, dann haben wir recht viele Grundschulen bald, ne? Aber unsere Leute, die sollen ja auch gebildet sein. Das wäre Quatsch, die ungebildet zu lassen. Da kann ich keine hinstellen. Ich könnte hier hinten noch eine hinstellen. Oder hier. Hier ist gerade frei. Ja, stellen wir da noch eine hin. Warum auch nicht? Kapazität 3600, berechtigt 3100. Wir könnten aber auch schon mehr aufstellen für später. Später, Peter. Wie wäre es denn zum Beispiel hier mit einer Grundschule? Können wir da nur ein Gebäude abreißen? Das wäre irgendwie geil. Ich glaube, es geht immer bloß mit zweien hier. Vielleicht das an der Ecke? Nee, auch nicht. Das sind doch alles Wohngebiete da, ne? Alles Wohngebiete, jawohl. Ja. Das heißt, ich müsste hier was abreißen. Oder hier eins. Ein Gebäude. Aber hier ist doch schon eine Grundschule direkt hier. Ach nein. Ich sollte hier hinten irgendwo eine hinstellen. Oder hier so ins Eck rein. Ja komm, stellen wir da mal noch eine Grundschule hin. So, Oberschulen. Was sagen denn Oberschulen? Da haben wir 1, 2, 3, 4... 5.900 sind berechtigt, an eine Oberschule zu gehen. Komm, wir stellen mal direkt hier daneben eine, oder? Oder hier, hier hin. Wäre auch ganz nice. Direkt gegenüber von der Polizeistation. Ja, warum denn nicht? So, kommt da noch eine Oberschule hin. Oh, hier haben die alle gar kein Wasser. Hä? Ich sag bloß, meine Pumpenkapazität ist schon ausgelastet. Wo haben wir Wasserpumpenstation? Wasserverbrauch 488, Pumpenkapazität. Oh, tatsächlich. Wir brauchen neue Wasserpumpen. Sonst geht es uns hier bald schlecht. Also tun wir hier eine hin. Und verbinden die mal noch. So, mal gucken. Jetzt müsste es ja erhöhen sich. Wasserverbrauch 478. 600, jawohl. Das heißt aber auch, unsere Abwasserproduktion ist höher. Genau, die ist höher derzeit, als wir abtransportieren können. Ja, da tun wir halt hier auch noch eine Abwasserstation hinbauen. Und verbinden die auch noch ganz, ganz lässig. Via Leitung. Zack. So, jetzt dürfte auch die in die Höhe schnellen. Na?
Jawohl, auf 640. Das sieht doch schon viel besser aus. Schon verschwinden hier diese Probleme auch. So, apropos Bild. Oh, herzlichen Glückwunsch. Hauptstadt, erreichen Sie eine Bevölkerung von 32.000. Sehr cool. Neues Gebiet. Dann neue Dienstleistungen. Schiffe. Durch Bau spezialisierte Häfen können Sie mit Schiffen Passagiere oder Fracht in Ihre Stadt und aus ihr hinaus transportieren. Sehr cool. Neue Gebäude. Ein Hafen und ein Frachthafen. Und das ist ja mal cool. So, Bildung sieht hier hinten noch ganz, ganz böse aus, sehe ich gerade. Okay, das geht. Grundschule geht ja. Wir könnten ja mal hier hinten noch eine Schule hinsetzen. Wie wäre das? So, dass wir da noch eine Schule haben. Und die sind ziemlich rot, weil die Schule hier ziemlich weit weg ist wahrscheinlich. Gut, da ist eine. Aber Hochschule haben wir hier keine. Wenn wir da hier noch eine hinzimmern. Hin, Freeman. Ja, komm, zimmern wir noch eine Hochschule hin. Universitäten, was sagt es denn da? Berechtigt 1900 Kapazität, 4500. Da haben wir immer noch genug Kapazität. Aber wir könnten hier ruhig an die gegenüberliegende Seite auch noch eine Hochschule bauen. Damit die Leute, die hier wohnen, auch diese besuchen können. Ja komm, zimmern wir einfach da mal noch eine Universität hin. Das kostet uns zwar ein bisschen, aber mein Gott. So, Feuersicherheit. Feuersicherheit, da müssen wir auch aufpassen. Feuersicherheit, die Gefahr ist relativ niedrig. Da wir eigentlich auch überall gut abgesichert sind, überall Stationen haben. Hinten vielleicht weniger. Hier könnten wir eigentlich mal eine hinzimmern, die ein bisschen mehr mit aufpasst. Brauche ich mal da eine hin, dann sind die auch zufriedener, die Bürger. Und das wird alles blau. Ja, sehr schön. Sehr schön. So, Gesundheitswesen. Gesundheitswesen, Verfügbarkeit 900, kranke Bürger 73. Da haben wir überall ein paar Krankenhäuser eigentlich stehen. Das ist eigentlich gut abgedeckt. Da sind sie soweit zufrieden. Krematorien. Friedhofsauslastung. Ja, sieht eigentlich auch ganz gut aus. Da haben wir einen Friedhof. Hier hinten könnten wir eigentlich noch einen Friedhof hinbauen irgendwo. Ah, das brauchen wir jetzt erstmal nicht. Polizei. Ja, das sieht sowieso so ganz gut aus. Ja, cool. Dann passt das soweit. Dann rüsten hier alle Gebäude jetzt auf, weil sie glücklich sind. Das ist schön. Guck mal, wie sie alle aufbauen und aufrüsten. So muss das doch aussehen. Wo konnte ich denn jetzt ausgehende Verbindungen? Transport, Naturrohstoffe, Bodenrichtwerte. Ich konnte nicht sehen, wie viel Industriegebiete oder Bürogebiete benötigt werden, oder? Hohe Nachfrage, das kann man gar nicht sehen. Wie viel von etwas? Weil das weiß ich ja nicht. Stufen, Wohngebietsebene. Oh, die sind ja alle schon dunkelgrün. Bürogebäudeebene, Wohngebietsebene. Gewerbsgebietsebene, nee, das sieht man hier gar nicht. Bildung, Grundschule verfügbar. Ungebildet sind 14%, gebildet, gut gebildet und hochgebildete sind 38%. Unsere Leute, Bürger mit Abschluss, 88%, 84%. Ich denke, wir brauchen einfach mehr Bürogebiete, ne? Und weniger Industrie. Schätze ich jetzt einfach mal. Wir haben ja noch recht viel Industrie hier. Hier könnte man vielleicht mehr nach da hinten auslagern. Oder einfach noch ein paar Gebiete deklarieren. Moment, dann nehme ich mal das hier. Ich sage zum Beispiel hier, das kommt alles weg. Und dafür machen wir noch Bürogebiete hin. Das können wir bis auf die Hälfte hier machen, hier auch. Und hier mal auch. So, dann bauen immer mehr ab und immer mehr Bürogebiete entstehen. Ich denke mal, dass wir die eher brauchen. Wie alles andere. So, haben wir das jetzt soweit? Okay, der da muss noch weg und ich glaube, der da auch.
So, dann können wir jetzt hier Bürogebiete einrichten. Machen wir mal hier rüber einfach. Und diese komplette Fläche wird auch Bürogebiet. So. Dann dürfte die Nachfrage doch theoretisch da ein wenig sinken. Oder? Ja, die Nachfrage sinkt schon ein wenig. Ja, ja, die sinkt immer weiter und weiter. Weil wir derzeit halt so viele hochgebildete Menschen haben, dann ist es nicht verwunderlich. Dann können wir das komplette Gebiet hier ja noch abreißen, oder? Wie wären das? So, die U-Bahn-Station, die war ja da. Nicht, dass ich die auch noch abreiße, aus Versehen oder so. So, alles muss weichen für Bürogebiete, beziehungsweise ein großer Teil. Weil wir zu viele gebildete Menschen haben. Und die wollen die Stadt schön haben mit Bürogebieten. So. Mal zum Bürogebiet. So, sieht es doch schon viel schicker aus und ihr seht, die Nachfrage, die ist jetzt stark gesunken nach Industriebürogebieten. Zumindest etwas. Und jetzt sind wieder die Gewerbegebiete gefragt. Jetzt wollen die Leute wieder kaufen, wie die Blöden, und ihre Kohle zum Fenster raushauen. Hier hinten könnten wir mal noch ein paar Bäume pflanzen, sehe ich gerade.